Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Rexorar. Ja, der letzte Part war hochmotiviert. Ja, ich war richtig motiviert. Wir machen den Scheiß jetzt heute nochmal, ja. Und ich habe jetzt tatsächlich die Lösung des Ganzen, jedenfalls so ungefähr. Ich muss gerade nochmal selber gucken, wie das genau ging. Genau. Ich weiß gerade wieder. Ja, ich hatte nachgucken. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss erstmal drauf kommen, ja. Auf die Idee, auf die grundlegende Idee erstmal kommen, dass sowas überhaupt funktioniert. Aber wenn man es dann hat, dann geht es eigentlich. Erst einmal müssen wir jetzt, das Ding hier hin machen, ja. Dass hier erstmal ein bisschen schön hin und her fliegt. Das kann erstmal so bleiben, ja. So, dann müssen wir jetzt wieder nach oben. So, dann muss ich vor allen Dingen aufpassen. Ach, ich bin dumm. Jetzt muss nämlich erstmal da oben wieder ein Portal hin. Ja, ich bin heute ein bisschen motivierter, ja. Ich habe nämlich eine sehr produktive Zelda-Aufnahme hinter mir. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt gut hier durchkommen. Und jetzt müssen wir einmal, Moment. Achso, doch, okay, genau. Ach, ich muss nochmal nach unten. Sorry, ich hab's verwechselt. Nämlich muss das Portal. Ja, jetzt muss ich hier. Ja, super gemacht, Leon. Ja, muss ich nochmal wegmachen gerade. Ich muss hier ein Portal hin und dort ein Portal hin. Genau, hier kann ich jetzt einfach durch. So, zack. Ich hoffe, dass ich habe jetzt nichts falsch gemacht gerade. Jetzt muss ich, sobald das aktiviert ist, jetzt nochmal neu drücken und der geht es da durch. Und jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit und jetzt geht er da rein. Haha, weil der Weg quasi von da nach da kürzer ist als von dem Ding zum nächsten Portal. While many of the testing elements have the ability to copulate with humans, only a select few actually produce soft strength. ja. Vieles hat Löcher, nennen wir es so. Oh Gott. Leck. Das Ding natürlich wieder weg. Hallo. So. Oh mein Gott, das Portal, das Epitel-Logo ist irgendwie ein bisschen verwaschen. Naja, kümmert mich hier nicht, ne? Wupp, 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 wupp. Woo. So, dann bin ich mal gespannt auf die nächste Testkammer, ja. Ich bin mal gespannt, wie weit das hier noch weitergehen wird. Ob noch hier mega Plot-Twist kommt oder ob es tatsächlich nur die Testkammer sind und das Spiel dann vorbei ist. Mal gucken. Boah. Aber dieses Aufstoßen in den Folgen, ne, wenn ich viel rede, das ist echt nicht, das ist nicht schön. Eine Angewohnheit, die leider, das ist ja keine Angewohnheit, das ist einfach nur ein Schaden von mir, keine Ahnung. Die nicht schön ist. So. Endlich mal wieder so ein Rätsel hier mit Würfeln, aha. Gut. Da ist schon mal ein Würfel. Das ist schön. Dann tun wir den ja, können wir den ja schon mal reintun da, ne? Hier, wuhu! Oh. Wuhu! Wuhu! Ah. und hier ein Dings erschaffen. Okay. Da hinten ist schon mal eine Portalfläche. Okay, der muss da rein, das öffnet die Tür, alles klar. Da oben scheint immer noch was zu sein, ne? Da oben war ich ja noch nicht, da gucke ich mir erstmal an, was da oben genau ist. Der muss ja wahrscheinlich hier rein. Oh, war ja. Es wäre wahrscheinlich klüger, wenn der Würfel hier raufkommt. Dann ist das Ding oben und ich kann das einfach umlenken. Dafür muss ich den Würfel allerdings hierher kriegen.
Das ist natürlich nicht so einfach. Verstehe nicht, was es hier genau bringen soll, wenn der jetzt hier abprallt. Das wäre irgendwie nicht, ne? Das wäre nicht worth. Dann geht er da rein und kann dann irgendwie wieder raus. Kann er mal hier rein. Das Ding dann wegmachen, toll. Achso, damit kann ich mir vielleicht Zeit sparen. Aber nee, das wäre ja nicht. Bringt ja nichts. Nun ist 9. warte mal, ich guck mal, was gerade. Zack. Was passiert denn jetzt, wenn er überhaupt hier so reinfällt? Passiert irgendwie was, wenn er denn hingeht? Das wäre irgendwie ziemlicher Quatsch. Jetzt wäre halt in der Richtung, aber mein Gott, das hätte ich auch ohne machen können. Also, das hat hier nicht so viel Sinn, ja? Ich könnte ja mal versuchen. Ich habe gerade das Bedürfnis zu versuchen, ob ich das Spiel ein bisschen verarschen kann. Dafür brauche ich mal einen kurzen neuen Würfel. Ja, mal gucken, ob ich das schaffe, das Spiel zu verarschen. Wenn ich jetzt nämlich einfach mal so mache. Nein! Oh, da habe ich mich schon gefreut. Was passiert, wenn er hier lang geht? Boah, Alter. Spiel verarschen, at its best, ja. Geht der da schon kaputt? Nö. Das heißt, es könnte theoretisch funktionieren. Ja, okay. Bist du faul für das Rätsel? Wir nehmen jetzt die Cheater-Methode, ja. Muss halt auch einfach mal sein. Pass mal auf, ja. Das könnte funktionieren. Ah, natürlich nicht so. Muss schon so dann irgendwie angedanced kommen. Oh mein, was war das denn? Cheater-Methode, die schaffe ich. Ich schaffe das, Leute. Ich krieg das hin, ja? Kein Problem. Ich bin der Coolste, wenn es darum geht. Ansonsten bin ich schon ganz schön uncool. Nein! Fick dich doch. Wieso geht's denn da nach oben? Oh Mann, fies. Na gut, dann versuchen wir mal die richtige Methode. Was soll's? Ja, sonst wäre ich ja wieder nicht proud auf mich. Die Rätsel sind echt nicht ohne, muss ich wirklich sagen. Da ich ja weiß, dass das Spiel nicht so lang ist, kann ich mir wirklich vorstellen, dass es nach dem Testkammern auch vorbei ist. Ich verstehe nicht, was es hier bringen soll, wenn der hier lang geht. Ich kann ja in der Zeit irgendwie nichts wirklich anstellen. Wäre das Kraftfeld nicht da, ne? Aber der Würfel müsste hier bleiben, ne? Eine Idee. Das Kraftfeld macht er den. Ich kann nochmal ausprobieren, ne? Macht er den Würfel kaputt, ne? Ja. Nochmal ausprobieren. Man kann übrigens, ne, die Würfel habe ich irgendwie auch nie so wirklich. Ist mir auch vorher später erst aufgefallen mal. Wenn man natürlich E drückt, dann lässt er die einfach so fallen. Wenn man aber die linke Maustaste drückt, dann wirft er den so ein bisschen weg. Habe ich auch irgendwie mal irgendwann rausgefunden. Ist ja so Half-Life Engine. Ist er ja auch so. Woo! Oh. Wie geht denn das hier? Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist nicht viel, ja? Das ist möglich. Aber wie? Das bringt mir ja irgendwie einen ziemlichen. Das bringt mir nichts, wenn der hier lang geht, ja? Pride dann hier mal ab und geht da rein. Aber die Portale werden dann da zurückgesetzt. Ich kann natürlich schnell hinterherkommen und da ein Portal setzen. Da meinetwegen. Schön und gut. Ah, das bringt mir ja irgendwie nichts. Ich versuche nochmal die Cheater-Methode. Oh, mal gucken, ob ich damit wieder gehasst werde.
Das war jetzt ein bisschen dämlich. Mal gucken, ob ich dann wieder gehasst werde. Ich glaube, irgendeinen belanglosen Bullshit. That's why we require every employee to donate part or all of their brain to the Aperture Science Opinion Extraction Center. Sagen, ich kann natürlich auch einfach so. Na! Ich will eigentlich so in dem. Ich wollte ihn in dem Winkel behalten. Ich bin ein fucking Cheater. Oh mein Gott! Was ist hier gerade passiert? Mann, Cheater-Methode funktioniert nicht. Wie kriege ich dich weg? Ja. Hä? Das bringt mir ja überhaupt nichts. Ich. Hä? Meinetwegen gehe ich da oben auch rauf, den Scheiter. Also, okay, aber das bringt mir ja nicht. Hä? Ich müsste halt irgendwie dadurch das Portal kriegen. So auf beide Seiten. Ah, da ist auch nirgendwo irgendwie ein Freiraum oder sowas. Wo ich irgendwie ein Portal auf die andere Seite bringen kann, oder? Guck mal dahinter setzen. Cool. Hm. Also in der Theorie habe ich es ja verstanden. Da blau, da orange, geht durch. Wunderbar. Aber irgendwie muss ich den Würfel hier hinkriegen. Aber wie soll das passieren? Das ist hier irgendwie nicht so schön in dem Spiel, dass ich irgendwie nichts verstehe. Für alles irgendwie 50 Jahre brauche gerade. Finde ich nicht so angenehm, muss ich ehrlich sagen. Wollen wir mal Cheater-Methode probieren? Funktioniert eh wieder nicht. Ah, ich muss das Portal ansetzen. Oh, scheiße. Wieso? Bringe ich mich von dem Ding denn selbst um, Mann. Ich bin schon wieder verwirrt. Aber hier oben ist doch auch weil. Hä? Dann kann die Kugel hier cool hin und her fliegen. Das ist ja schön. Aber das bringt mir ja irgendwie nichts. Ich mach's einfach mal. Was kostet die Welt? Achso, na. So. Nein! Boah, du. Ja, wow. Ist das Ding nämlich niedrig gesetzt, ey. Na gut, immerhin. Schade. Zack. Kann ich hier nämlich einmal cool durchfliegen. Doll, ne? Finde ich auch. So, jetzt ist er dazwischen. Cool. Das war einmal mein Ziel, warum auch nicht. Ich verstehe es schon wieder nicht, ey. Ich könnte natürlich. Nee, das dauert zu lange. Irgendwie so ein Mechanismus, dass der quasi immer hin und her fliegt. Mit Portal, wenn ich da durchgehe, dadurch die Portal weggehen, der dann hier irgendwie so lang fährt, so nach dem Motto. Ah, das macht wenig Sinn.
Man kann ja auch versteckte Kuchen finden, ne? Hab ich auch noch nichts von gefunden. Mann, das ist doch echt nervig, dass ich hier irgendwie kein Rätsel selber geschissen kriege. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich meine, das Ding hier wird doch nicht auch nicht ohne Grund sein, ja? Wieder nicht, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Ich bin echt so dumm für das Spiel. Ich kann da oben auf. Stimmt, ist hier irgendwas. Ich will jemanden meinen geheimen Kuchen, Alter. Ich kann mich hier gut rüber boosten. Yeah! Woo. Blip. Blip. Mann. Ich bin ernsthaft zu dumm dafür schon wieder. Das macht mich wieder sauer. Das Moment demotiviert mich schon wieder. Warte mal, wenn er theoretisch... Ah, es wird aber zu wenig Zeit sein. Into the incorrect sides of the cube stability unit. A new weighted storage cube has been dispatched. Yeah! Ah, im Prinzip wird das funktionieren, aber das ist halt irgendwie, nee. Haben die immer so cool geleuchtet in der Mitte? Ey, das ist doch blöd, dass ich das wieder nicht verstehe. Ohne Scheiß, das ist wirklich die anspruchsvollste Portal-Mod. Portal-Mod. Ich meine, bei Portal Stories, naja, habe ich ja auch die meisten Rätsel geschissen gekriegt. Aber hier stehe ich ja permanent auf dem Schlauch. Hui. Das ist nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Kann ich nicht zwei von denen haben. Das wäre echt super. Es wäre wieder das gleiche eigentlich. Kann ich hier vielleicht irgendwie abkürzen? Ne, da oben komme ich gar nicht rauf, oder? Also da oben kann ich keine Portalfläche setzen, ne? Nö. Das tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, ne? Aber ich glaube, ich werde schon wieder im Internet nachgucken müssen. Ich verstehe das nicht. Und ich habe halt echt keinen Bock, so zwei Parts nur hier rumzuhocken und nichts zu schaffen. Mein kleiner Finger schläft wieder ein. Geht echt, da kann doch nicht so weitergehen, ey, dass ich hier irgendwie gar nichts mehr verstehe. Ich hatte gerade noch irgendeine andere Idee, aber die habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Ah.
Wir versuchen jetzt zum Abschluss des Parts nochmal ein paar mit Cheater-Methode. Ja. Genau so war das geplant. Ja. Dance nochmal ein bisschen rum. Wir hoffen, dass du vielleicht kaputt gehst. Oder da reinlandest. Moment. Komm du ruhig zurück. Das geht echt nicht. Der geht selbst am äußersten Scheißrand kaputt. Wäre der ein bisschen niedriger geflogen. Boah, das kann echt nicht wahr sein. Krieg ich eigentlich schon... Oh ja. Dann krieg ich schon Schaden. Boah, ich sterbe aber nicht. Cool. Leute, ganz im Ernst, ich muss schon wieder nachgucken. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich will nicht noch mehr hier, noch länger hier rumhängen, ne? Das ist irgendwie auch verständlich. Tut mir leid. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.